Hallo, mein Name ist Christoph Buckelkorn. Ich lebe in Köln als Bestatter und Karnevalist und nehme Sie heute mit meinem Buch einmal mit in meine Welt. Durch einen Todesfall brechen für viele Menschen kurzzeitig die Lebensperspektiven zusammen. An diesem Punkt stellen sich ganz häufig ganz existenzielle Fragen, die sich darum drehen, wie es weitergeht, wie die Zukunft aussieht, ob man die Kinder noch allein großgezogen bekommt oder ob man das Haus noch halten kann. In dieser unsicheren Zeit, in der die Menschen überfordert sind und auf sich selbst zurückgeworfen werden, greifen sie gerne auf Dinge zurück, die ihnen in gewisser Weise im Leben den Halt zurückgeben. Dafür sind Riten perfekt geeignet. Was einer der Gründe ist, weshalb die Kirche und der Glaube in dieser Situation so stark nachgefragt werden. Selbst Menschen, die normalerweise eher kirchenfern oder gar konfessionslos leben, sind rund um einen Sterbefall der Kirche dann doch manchmal zugetan. Es gibt ihnen Kraft, zum Pfarrer zu gehen und mit ihm zu reden. Für viele hat in solch einer Situation das, was der Pfarrer sagt, Hand und Fuß. Bei der Liturgie handelt es sich oft um einfache und geübte Abläufe, die nach einer Art Choreografie ablaufen, die die Menschen abholen und sie in das Geschehen einbinden. Wir beobachten das häufig und für uns ist das gut nachvollziehbar, weshalb wir uns auch bemühen, ebenfalls verschiedene Riten anzubieten. Zum Beispiel beziehen wir gerne alle Trauergäste mit ein, indem jeder eine Kerze zum Gedenken aufstellt. Oder die Familie hat am Lieblingsort des Verstorbenen, am Rhein, Kieselsteine gesammelt und nach der Trauerfeier darf sich jeder so einen Kieselstein mitnehmen. Ein schönes Bild ist dabei, dass jeder einen anderen Stein erhält, weil auch jeder ein anderes Bild oder persönliche Erinnerungen von dem Verstorbenen hat. Auf solche Rituale kann man eine Trauerfeier wunderschön aufbauen. Es gibt noch viele andere Ideen, wie man kreativ mit dem nun zu Ende gegangenen Leben eines Menschen umgehen kann. Daraus lassen sich Riten entwickeln, die bei der Trauerfeier plötzlich Sinn ergeben und den Menschen beim Umgang mit ihrer Trauer helfen. Fakt ist, dass nicht jeder Profi im Bestattungsbereich sein kann und nicht jeder laufend an Bestattungen teilnimmt. Daher sind viele Menschen unsicher. Aus dieser Unsicherheit heraus wird während vieler Beerdigungen genauestens darauf geschaut, wie sich die Familie verhält und deren Verhalten dann übernommen. Daraus ergeben sich manchmal skurrile Situationen. Auf einer Beerdigung hatten wir am Grab einmal eine Schale mit Erde für den Pastor und eine Schale mit Blütenblättern für die Trauernden vorbereitet. Der Pastor nahm 3 Schaufeln Erde, die er ins Grab rieseln ließ, und weil er die Blumen da stehen sah, nahm er auch noch eine Handvoll Blumen. In der Folge nahm die ganze Trauergemeinschaft jeweils 3 Schaufeln Erde und eine Handvoll Blumen. Das sah von außen betrachtet eher kurios aus. Denn jeder darf ja eigentlich das machen, was er möchte. Aber plötzlich guckt der eine vom anderen ab und denkt sich vielleicht noch, dass es ein bestimmter Ritus ist, erst 3 Schaufeln Erde und dann eine Handvoll Blumen ins Grab zu geben. Noch ungewöhnlicher war der Fall einer jungen Witwe, die sich bei ihrer Verabschiedung am Grab hingekniet hatte. Vermutlich hätte sie am liebsten die Blumen direkt auf den Sarg gelegt, was aber nicht mehr möglich war, weil dieser schon ins Grab hinabgelassen und daher zu weit entfernt war. Also beugte sie sich ein bisschen zum Sarg hinunter. Hunderte von Leuten knieten sich anschließend wie sie vors Grab, um sich zu verabschieden. Auch dieses Beispiel zeigt die totale Unsicherheit der Menschen und um diese zu überwinden, wird ganz schnell ein Ritus entworfen, den alle übernehmen und der sofort Halt zu geben scheint. Im Kopf heißt es dann, alle machen das, ich falle nicht aus dem Rahmen, wir sind eine Gemeinschaft. Das ist einerseits verrückt, aber andererseits auch schön zu beobachten. Manche Leute fallen übrigens auch richtig aus dem Rahmen, was dann wiederum zu sehr witzigen Situationen führen kann. Bei der Beerdigung eines Obdachlosen kann es schon mal passieren, dass einer von den Wegbegleitern auf die Beerdigung kommt und eine Portion Pommes, eine Frikadelle oder eine Flasche Bier ins Grab wirft. Das ist dann eine Art Grabbeigabe, die lieb gemeint ist, aber die im ersten Moment doch etwas verstörend wirkt. Wenn man diese Situation allerdings häufiger erlebt hat, erkennt man auch, dass es sich dabei um eine ganz bestimmte Art der Ehrerweisung handelt, die man vielleicht nur versteht, wenn man selbst in dieser Lage gewesen ist und nicht immer etwas zu essen hatte.
Bei orthodoxen Beerdigungen kommt es wiederum manchmal dazu, dass Wein und Öl ins Grab gegeben werden. Normalerweise werden diese beiden Substanzen in einer feierlichen Geste ins Grab gegossen. Wir haben in Köln jedoch einen orthodoxen Geistlichen, der macht die Flaschen leer und lässt sie anschließend fallen. Er schmeißt sie sozusagen immer hinterher. Eigentlich geht es bei diesem Ritual um den Wein und nicht um die Flasche. Aber plötzlich, wenn die Flasche laut krachend auf den Sarg fällt, sind alle wach und denken, was denn jetzt passiert? Der zunehmende Wunsch nach einem individuellen Abschied, die fortschreitende Liberalisierung unserer Gesellschaft und auch die sich immer weiter entwickelnde Hospizbewegung führen zur Häufung von immer mehr solcher neuen Riten, die in unsere Trauerkultur Einzug halten und die sich ständig verändern. Und auch wenn manche Riten auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen, so sind sie doch immer wieder nur der individuelle Ausdruck von Trauer und Abschiednahme. Danke fürs Zuhören.